Hallo, ihr Leichtmatrosen! Herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Und ich versuch's dann heute nochmal mit der Karlsruhe. Vielleicht läuft das ja dann mal etwas besser. Es fehlen immer noch so knapp 5000. Ich glaube, ja, 5000. Ich überlege schon so langsam, wie ich das denn in Zukunft machen werde, weil, ja, ich mache ja zu mehreren Spielen Let's Play. Und das nimmt schon etwas sehr viel Zeit in Anspruch. Von daher, ich überlege, ob ich nicht vielleicht die täglich irgendwann abwechseln werde. Einfach aus dem Grund, so viel spiele ich die einzelnen Spiele jetzt auch nicht privat. Und ich will halt nicht 100 Videos nur von einem Schiff bringen, weil es da nicht vorangeht. Deswegen wäre es vielleicht besser, ich würde mit den Videos die Videos abwechseln und dann off-cam das Eck grinden und dann kann ich auch mal neue Schiffe zeigen. Vor allen Dingen in Hinsicht auf die höheren Tierstufen, das wird dann ja noch alles ein bisschen länger dauern. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Ob das für euch okay wäre, aber auf der anderen Seite, naja, jeden dritten Tag, das ist schon ein ganz schön großer Zeitraum. Bei zwei Spielen, bei zwei Videos oder zwei Let's Plays, die sich abwechseln, wäre das noch in Ordnung. Würde ich sagen, aber drei ist schon ein bisschen weit auseinander. So, was haben wir hier? Wir haben zwei New York. Kommen wir mal zum Spiel. Und zwei Karlsruhe. Und drei Zerstörer. Vier Eroberungspunkte. Gut, was haben wir denn für Zerstörer? Zwei Mutsuki, das ist schon mal super. Wir haben eine Mutsuki, Clemson T-22. Ich glaube, wir sind da ein bisschen stärker. Zu der Shenyang kann ich nicht wirklich was sagen. T-22 ist, glaube ich, nicht so toll. Clemson ist okay, aber die Torpedos haben halt absolut keine Reichweite. Deswegen. Ja, die haben eine Königsberg. Das ist natürlich schon ein bisschen bitter. Die Shenyang fährt da runter. Ob das jetzt so eine gute Idee ist? Glaube ich. Ich halte mich mal so ein bisschen mittig. Dann kann ich auf beiden Seiten ein bisschen aushelfen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so blöd. War das eigentlich genau die Karte, wo ich so furchtbar versagt habe? Ich glaube, das war die Karte. Es war nichts. Ist nichts passiert. Von daher. Gut. Ich bin entdeckt. Ich bin entdeckt. Das ist schon wieder sehr toll. Oh ja. Und ich werde gleich anvisiert. Jetzt fahr rein. Ja. Ja. Nein. Nein. Oh, hier sind gleich ganz schön viele unterwegs. War ich schon wieder so doof? Ich hau mal Radar an, aber ich glaube, bin ich dafür schon nah genug. Hauptsache, der Zerstörer muss dran glauben. Da ist eine Miyogi. Ich hau da einfach mal Torpedos in die Richtung. Fährt da nicht hin. Gut, ich positioniere mich mal hier hinter der Insel. Dann kann ich den Zerstörer mit meinem Radar da so ein bisschen rausdrücken aus dem Eroberungspunkt. Da ist eine Nikolai. Kann die mich? Oh ja, die kann mich.
komm, gib Gas, gib Gas. Er ist beschäftigt. Okay, dann kann ich halt ein bisschen mit bei ihm damit drauf schießen. 6 Sekunden. Ja, das war jetzt ein bisschen niedrig. Mit Brandmunition sollte man immer auf, oder HE sollte man immer auf das Deck zielen. Fahr gleich gegen die Insel, wenn ich nicht aufpasse. Ich fahre definitiv gegen die Insel. Oh, das ist jetzt richtig blöd. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr auf den schießen. Doch, scheinbar doch. Aber ich treffe auch die Insel. Was mache ich hier eigentlich gerade? Brand gesteckt. Das geht doch schon mal. Ich hoffe mal, er trifft mich nicht. Ah, doch. Ah, jetzt mache ich hier schon wieder Murks. Das ist eine ganz schlechte Idee, mit dem Zerstörer stehen zu bleiben. Da ist ja gerade alles kaputt. Nochmal ein Feuer gelegt. Aber dafür mache ich etwas Schaden. Deswegen ist er nicht vorwärts gefahren, verdammt. Das könnte jetzt richtig doof werden. Da kommt Bartopi. Oh Gott. Mehr Glück als Verstand. Torpedowerfer zerstört. Nein, ich kann nicht reparieren. Ich kann nicht mehr reparieren. Ich verbrenne. Ich verbrenne. Ah, schon wieder Murks gebaut mit der Karlsruhe. Was ist denn momentan hier los? Man könnte fast meinen, ich bin hier Brain AFK. Clan-Einladung. Fun Division Europa. Ja, gut. Passt ja, dass ich hier gerade in der Aufnahme bin. Das... Okay. Das ist alles relativ egal. Einfach mal beitreten. Warum denn nicht? Gut. Ich schreibe mal kurz zu und das reicht erstmal. Gut, ich will jetzt noch mal, ich packe jetzt noch mal die Wyoming aus, ja. Und ob. Irgendwie. Nee, läuft nicht. Mach aber auch einen Murks. Was heißt, es läuft nicht? Das sah noch relativ ausgeglichen aus, aber ich habe mich da irgendwie an der Insel verheddert. Dann habe ich nicht gemerkt, dass mein Motor kaputt war und mein Ruder, glaube ich, auch. Ja, und dann kommt das eine zum anderen. Und nichts geht mehr. Oh, jetzt haben wir wieder 2 Flugzeugträger auf jeder Seite. Yay, yeah, und 4 Zerstörer. Ah, die werden sich mit Sicherheit freuen über die 2 Flugzeugträger. Drei Schlachtschiffe.
drei Kreuzer. Oh, ich freue mich auch richtig über vier Zerstörer. Nun gut. Dann tucker ich mal den Zerstörern hinterher. Obwohl, nee. Nee, die wollen bestimmt da unten lang. Das ist, obwohl. Ja, komm. Dann fahre ich da halt mit. Und bleib da hinter den Inseln. Die spawnen auch noch alle da unten. Das ist schon so ein bisschen. Ich brauche Aufklärung, ja. Ich brauche definitiv auch Aufklärung. Ja, der erste bewegt sich schon in die Richtung. Sieht so aus, als ob die da alle drei hinfahren. Nun gut, ich habe AP geladen und ich werde auch dabei bleiben. Es lohnt halt nicht, das Umladen. Das dauert 30 Sekunden. Bevor ich dann auf den Zerstörer schießen kann, ist der schon längst wieder unsichtbar oder weggefahren. Oder unsichtbar, weil er weggefahren ist. Da ist eine Kuma. Ah, ja, die Sintra-Insel, das ist ein bisschen blöd. Mach mal halbe Fahrt hier. Svetlana deckt da so ein bisschen die Mitte. Jetzt sehe ich dich. Na, komm schon. Halt mal so 10 vor. Oh, das könnte sogar was reingehen. Zitadellentreffer. Jawohl. Ah, da kommen hier diese blöden Flieger an. Jetzt, ich muss ein bisschen aufpassen, wo die genau hinwollen. Jetzt dreht er ab. Ja, die sind zu weit weg. Fliegen alle da links hin? Sind da gleich die. Haben sich die da postiert, die Flugzeugträger direkt da in der Ecke? Da ist eine Kongo. Wenn jetzt noch die Geschütze drehen würden, dann könnte ich ja vielleicht mal schießen, die sich fast gar nicht bewegt. Okay, das war jetzt. Murks. Das war jetzt Murks. Da haben wir T22, ist hinterm Berg. Da hinten treffe ich alle nicht. Unsere sollten sich da mal lieber ein Stück zurückziehen. Also die sind da nur zu dritt. Da ist die Wyoming. Da ist die Clemson. Unsichtbar geworden. Müsste mal bitte jemand aufdecken. Wäre das möglich? Da ist die Kongo. Da war die Kongo. Ich hau einfach mal in die Richtung. Hat jetzt nicht wirklich gepasst. Oh ja, genau. Ganz genau. Erstmal reparieren. Und einmal bitte nachladen, so. Oder sind Flieger? Oh Gott. Drehen. Nochmal Glück gehabt. Muss mit der Clemson da aufpassen. Klong.
Wir müssen die Klempner wegmachen. Und das wäre dann... Oh, jawohl. Weg ist er. Die führen leicht mit den Punkten. Muss auf jeden Fall hier bei meinen Schiffen bleiben, bei meinen Kollegen. Dann haben wir alle zusammen ein bisschen Luftabwehr. Dann sollte das schon gehen. Kongo fährt da lang. Unsere Kongo ist da. Ich bleib mal da, wo unsere Kongo ist. Auch wenn die gegnerische Kongo da jetzt rechts um die Insel rumfährt. Da oben haben wir Flugzeuge. Können wir mal ein bisschen beschießen. Vielleicht können wir ja eins abschießen. Oder auch ein paar. Oder eins. Oder gar keins. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Da ist der andere. Noch ein Zerstörer. Die haben auch nur noch einen. Das ist doch schon mal ganz nett. Da ist eine Karlsruhe. Könnte ich sogar treffen. Muss auf den Zerstörer aufpassen. Ja, der war da schon längst vorbei. Gut, die Svetlana fährt dahin. Das ist absolut, das ist wirklich wichtig. Nicht noch, dass der irgendwie der Zerstörer zu mir kommt. Na, Emi Bertin haben wir da. Dann, na, der fährt so halbe Fahrt. Dann würde ich mal sagen, machen wir das mal so. Ja, jetzt hat er wieder Gas gegeben. Aber das sieht gut aus. Das sieht doch ganz okay aus. Ja. Da ist... Ich brauche hier Hilfe. Weiß, was der Zerstörer vorhat. Der will hier durch. Welche Taste war das nochmal? F5. Sonst fahre ich gleich da direkt in die Torpedos rein. Weil mein Schiff überhaupt nicht mal ansatzweise beweglich ist. Da hinten ist die Karlsruhe. Ich glaube, ja, ich müsste eigentlich umdrehen, aber da ist irgendwo der Zerstörer. Mach mich nicht schwach, ja? Mach mich nicht schwach. Gut. Flugzeugträger. Ich würde mal sagen, der hat so halbe Fahrt. Gehen wir es mal so. Ich habe getroffen. Super. Ein Zitadellentreffer in dem Spiel. Und das war auch schon mein ganzer Schaden, so ungefähr. Da ist eine Mini-Kase. Das ist nicht gut. Nein, nicht Basis erobern. Die haben alle nichts mehr. Ist ja mal richtig bescheiden. Was mache ich denn jetzt? Machen wir mal so. Da ist noch eine Wyoming. Kann ich nicht mal einmal diesen blöden Zerstörer treffen? Das ist wirklich zu viel verlangt. Der hat es jetzt bestimmt auf mich abgesehen. Da, die Wyoming schießt auf mich. Da ist der Zerstörer. Machen wir das mal so. Aua. Reparieren. Hauptsache, ich werde nicht noch von der New York da beschossen.
Ja, er braucht Unterstützung. Bin hier nur meinem Team gefolgt. Du glaubst, wo ich schieße, ha? Wenn du da so angewinkelt stehst. Ja, das war dann das eine Schiff. Mit der New York kann ich mich eher nicht anlegen. Oh, drehen. Drehen. Jawohl. Torpedos direkt voraus. Torpedos auf Backbord. So, er dreht da hinten ganz langsam. Dann würde ich doch mal sagen, wir machen das mal so. Da ist die Langley. 4000 Schaden ist okay. Da ist der Zerstörer. Ja, ich dürfte da eigentlich nicht hinfahren, aber es geht hier halt wirklich um den Punkt. Wenn die New York da unten weiterfährt. Na? Nein, 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 nein. Ah, ich hasse es. Abbremsen. Abbremsen, Geschütze drehen. Nein, ich wusste es. Ja, das ist das Problem, wenn man den Zerstörer nicht rausnimmt. Okay. Irgendwie, Flugzeuge sind auch nicht mal mitgekommen, um da ein bisschen zu scouten. Ja, war wohl anders beschäftigt. An anderer Stelle. Und ich würde mal sagen, ja, wir haben noch zwei Flugzeugträger. Ein Schlachtschiff und ein Kreuzer. Wow, die Langley hat ja mal absolut gar nichts mehr. Kongo hat auch nicht mehr allzu viel. Naja, sie hat im Prinzip auch so gut wie gar nichts mehr. Die Burg ist noch voll. Gut, das war also mal das Spiel. Vielleicht haben wir jetzt, vielleicht hat die Karlsruhe ja gewonnen. Vielleicht. Niederlage. Wow, es geht so weiter. Ja, was heißt, es geht so weiter? Dank meiner Blödheit. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar von euch freuen. Das war's von mir und bis bald.